Nun gut, ich denke, das ist auf jeden Fall ein guter Startpunkt, um wieder etwas Leben in die Stadt zu bringen. Und ich denke, das würde sie auch für die Madabasari sehr attraktiv machen. Und wenn wir hier wieder einen ordentlichen Handel haben wollen, dann brauchen wir die Madabasari. Ja, und irgendwie müssen wir auch Leute hier hinlocken, in diesen, entschuldigt, Visierer, brennenden Haufen Scheiße. Ja. Die Leute haben sich daran gewöhnt, einen Bogen um Janka zu machen. Und wir müssen sie davon überzeugen, dass es sich wieder lohnt, hierher zu kommen. Wird natürlich alles dauern, aber nun, ich denke, dieser Freihafen wäre gewiss ein guter Anreiz. Ihr solltet das auch erwägen, Visierer, den Yank, den richtigen Boran-Kult mit offenen Armen in Lianka zu begrüßen. Ja, das wäre ein sehr vorbildlicher Schritt hier in Aranien. Habt ihr überhaupt irgendwo schon einen Boronsanger oder etwas dergleichen gesehen? Ich habe hier viele Leichen gesehen, aber keinen Ort, wo die Leute hier gewöhnlich ihre Toten bestatten. Ich befürchte, dass die ausgegraben wurden und wir das nicht mehr wiederfinden werden. Hier scheint, werden Leichen auf den Straßen einfach liegen gelassen oder in den Hafen geworfen. Ja. Dem werden wir auf jeden Fall ein Ende setzen müssen. Ja, die Schmuggler haben wir ja auch schon erwischt, aber die hatten zwar auch wertvolle Sachen, will davon eigentlich irgendjemand was haben. Da ist ganz viel Gifte und so hochillegales Zeug, ein bisschen Traumstaub, all diesen ganzen Scheiß. Nun, wir sollten ihn auf jeden Fall konfiszieren. Ja, das liegt alles irgendwo da hinten in meinem Zimmer. Und wir sollten dafür sorgen, dass die ehemaligen Schmuggler sich nützlich machen. Bisher haben wir nicht mal einen halbwegs stabilen Steg, an dem die mondsilberne Drachentöter anlanden könnte. Ja, wenn ihr wollt, Diamantestor, hast du bestimmt noch deine Peitsche dabei, dann könntest du die ein bisschen antreiben. Wir haben einige Peitschen auf dem Schiff. Oh. Ich führe nicht immer eine mit. Natürlich, das kriegen wir hin. Dann zeigst du denen, wie man einen Steg baut und dann motivierst du die, wie es sich gehört. Wie viele sind dann noch übrig? In etwa 60. 60, dann werde ich einige Männer der Dukatengarde brauchen, die mit mir die Peitschen schwingen. 60 unter alleine zur Arbeit zu bringen, ist nicht so einfach. Ja, und das sind genug, dass ihr sie in Schichten arbeiten lassen könnt. Natürlich müsst nicht die ganze Zeit ihr auf sie aufpassen, das wäre Verschwendung. Aber ich denke, wir haben genug Leute an Bord, dass sich das organisieren lässt. Ja, ich denke auch, dieser Hasswolf, der hat ein Talent dafür, Leute anzubrüllen. Und bestimmt auch ein Interesse daran, dass der Hafen wieder benutzbar wird. Warum sitzt Boltax da drüben eigentlich einfach nur rum? Er sitzt nicht rum, er konzentriert sich auf ein Ritual, ein temporales Ereignis. Und könnt ihr das jetzt nochmal erklären für die Söldner im Raum? Nun, er betrachtet dieses Gemälde rückwärts in der Zeit. Oh. Ich verstehe es auch immer noch nicht, Rafim, aber... Nun, stellt euch vor, ihr seht einen Gegenstand und ihr seht, wie er entsteht. Wie ein Baum wächst, könnte man sagen, fast. Also springe ich praktisch, also da steht jetzt ein Baum. Und dann sehe ich den, wie diese, keine Ahnung, sagen wir mal, die Pflanze da von Anfang bis Ende wächst, oder wie? In der Tat, nur rückwärts. Rückwärts, wie er wieder zum Samenkorn wird. Manchmal macht ihr Magier auch einfach nur irgendwelchen Scheiß, weil er langweilig ist, oder? Nun, er verspricht sich etwas davon. In diesem Fall hofft er, die Entstehung des Bildes zu sehen. Oder, naja, was damit gemacht wurde. Ob hier irgendwelche Kultisten Blut geopfert haben oder so etwas. Ja, gut. Ach, Boltax wird schon seine Gründe haben. Ich rate euch vorsichtig, mit diesem Gemälde zu sein. Es lebt in einer gewissen Art und Weise. Deswegen sitzen wir auch mit dem ganzen Papierkram hier unten, falls irgendetwas schrecklich schief geht und wir Boltax zur Hilfe kommen müssen.
Oh, also, dann ist es hier doch noch spannend. Also es ist gefährlich, die ganze Zeit auf dieses Bild zu schauen. In der Tat. Glaubt ihr, es wacht zum Leben und man muss es mit dem Schwert dann klein hacken? Nein, es ist mehr eine geistige Interaktion. Aber anscheinend steckt noch etwas von dem Magier da drinnen, der es verzaubert hat, oder? Ja, es weist deutliche Beherrschungs- und Einflusskomponenten auf. Naja, dann wollen wir uns das jetzt mal anschauen. War das schon vorher da, oder war das Boltax? Warum? Nein, es ist vorher schon da gewesen. Es war die ganze Zeit hier. Ja, ich meine, schaut doch, der Raureif, ist das Eis auf dem Bild? Interessant. Hat bestimmt mit seiner Zauberei zu tun, oder? Ja, eigentlich weiß ich es gar nicht. Ja, komm, Diamantis, schau dir mal lieber die Verträge hier an. Ich bring dir noch mal bei, oder kannst du das selber? Bringt nicht Verträge anschauen. Es ist alles wohl sortiert. Ich habe einen Vertrag in meinem Leben unterschrieben. Ah nein, zwei. Mehr kenne ich mich mit Verträgen nicht aus. Ihr müsst doch die unendlich vielen Gesetze alle anfasst kennen, Diamantes. Wie sollte sie denn sonst mal durchsetzen? Rafim, dort auf diesem Haufen liegen die Verträge für die Stadtwache. Oh, und apropos Gesetze. Ich dachte mir, ich schreibe an Fürstepraios. Ich glaube, diese Stadt könnte einen Richter gebrauchen. Und Fürstepraios hat schon ganz andere Dinge gesehen. Meint ihr, übersteht die Reise bis hierher? Tatsächlich macht ihr mir die Reise fast am meisten Sorgen. Also ehrlich gesagt, macht mir am meisten Sorgen, ob der Mann morgen überhaupt noch wieder aufwacht. Nun, er ist wild entschlossen, Praios zu dienen bis zu seinem letzten Tag. Ich glaube, es tut ihm gut, wenn er das Gefühl hat, eine sinnvolle Aufgabe zu haben. Ja, sehr richtig. Ich glaube, wenn man ihn einfach aufs Altental schicken würde, dann wäre er wahrscheinlich morgen tot, einfach weil er keine Aufgabe mehr hat. Naja, ansonsten kann er ja einfach Abel mir ein schlechtes Gewissen einreden, als seine Aufgabe sehen. Das macht er bis jetzt ja auch ganz gut. In der Tat. Zum Glück ist er nicht hier. Er weint aber auch immer sehr bitterlich. Ja, das haben alte Männer so an sich. Gut, dass wir jung sterben, Abelmir, ne? Nun, ich hoffe, ich erreiche ein hohes und gesegnetes Alter. Bestimmt. Und hoffen darf man. Ich verstehe auch gar nicht, was sein Problem ist. Nur weil man ein Schwarzmagier ist, heißt das nicht, dass man ein böser Mensch ist. Ja, das scheinen die meisten nicht zu begreifen. Naja, ihr habt ja das am Strand gesehen, oder? Nun, das war ein Kolderarschein, könnte man sagen. Die Roben, die Magier tragen, sind das sowieso nur nebensächlich. Die in den schwarzen Roben sind meistens die kompetentesten. Nun, sie verschreiben sich ihrer Kunst mit Haut und Haar, könnte man sagen. Ja, jetzt haben wir ja auch nur noch Schwarzmagier bei uns. Nun, ich würde Boltax nicht als Schwarzmagier bezeichnen, aber ja. Ja, Boltax ist Schamane. Er ist ja eigentlich gar kein Magier. Also, nicht in dem Sinne. Kein Gildenmagier? Obwohl, er ist bei den Grauen beigetreten, oder? Nun, eher pro forma, fürchte ich. Ja, ich glaube nicht, dass sie ihn wirklich akzeptieren werden. Oh, in Balhanka glaube ich schon. Sie sind sicher fasziniert von dem Wissen, das er mitbringt. Fasziniert ja, Akzeptanz nein. Es ist ein Unterschied, versteht ihr? So als wenn ihr ein neues Spielzeug betrachtet. Nun, was Punin angeht, würde ich euch auf jeden Fall zustimmen. Aber von den Belhankanern habe ich in dieser Hinsicht dann doch eine höhere Meinung. Sie sind sehr offen und verspielt? Ja, ich denke, das trifft das. Eben, ein neues Spielzeug. Aber lassen wir das. Ja, wir reden euch nur schlechte Laune ein, Abelmir. Das bringt doch nichts. Ach, das braucht noch lange. Diamant ist nicht. Aha, bringt nicht diesen Stab durcheinander. Was? Ich wollte mir das nochmal anschauen.
Ja, ist das sortiert? Sieht alles einfach über einen Haufen geworfen aus. Natürlich ist da eine Struktur drin. Die nächsten Stunden könnt ihr damit verbringen, Brett- und Kartenspiele zu organisieren. Rafim kann seine Tricks zeigen, die er gelernt hat in der schönen Stadt Mendena. Und Hauptsache, ihr lasst Abelmirs Papierkram in Ruhe. Dann, nach einiger Zeit, die Stunden verfliegen, bewegt sich Boltax langsam und Rädern kommt wieder aus seinem Schlaf. Oh. Der Zauber. Ihr seid zurück? Ja. Was ich gesehen habe. Ja. Das war eindrücklich. Lasst mich kurz sammeln. Ich berichte euch gleich. Ein Tee? Ja, einen Tee würde ich nehmen und so ein Brötchen. Nun, mit Brötchen kann ich dich dienen, aber mit einem Tee. Oh, na gut, das muss reichen. Das muss reichen. Wollt ihr etwas Kamelfleisch? Oh nein, das brauche ich jetzt nicht, aber später eine Stärkung wäre ganz gut. Fange am besten gleich mit dem an, was ich herausgefunden habe. Nun, also, zunächst ganz am Anfang meines Zaubers sah ich viele Visierer vor dem Bild stehen und sie haben sich eine nach der anderen vor diesem Bild getötet. Im Anschluss sind Paktiererinnen aufgetaucht, die vor dem Bild gebetet haben. Dämonen waren Schleier, die um die Köpfe gewabert sind ins Bild hineingegangen und Pakte wurden aufgelöst. Frauen schreiben in Vademeka und Raya Sutra. Dann fangen sie sich an zu schneiden und zu bluten. Währenddessen bewegen die Personen und Darstellungen sich auf dem Bild. Der Djinn guckt nach rechts. Ein Wind weht durch die grüne Graslandschaft und der Mann wendet einmal bedrohlich den Kopf. Dann wird das Bild zugehängt. Jahrhunderte vergehen und das Bild bleibt zu. Erst nach 4 oder 5 Jahren, also nicht Jahren, eher Jahrhunderten, das Bild wieder gelüftet. Ein Mann tritt aus dem Bild heraus. Daraufhin erschafft er Kunstwerke aus Menschenhaut und Blut und Wundflüssigkeit, während ein Spiegel hinter dem Bild hängt. Auf einmal, und das hat mich nachhaltig schockiert, erscheinen wieder Dämonen, die den Künstler umwerben. Dann taucht der Sphärenschänder auf. Nicht der, den wir vor ein paar Jahren kennengelernt haben. Nein, er sah anders aus, aber er war es doch ganz sicher und unterhält sich mit dem Künstler. Der Künstler verzaubert das Bild. Und während er das Bild verzaubert, so wurde mir bewusst, erscheint auch der Autor dieses Raya Sutras zu sein. Ich sagte euch ja, es ist gefährlich, es ist böse. Nun haben wir den Beweis. Zuletzt erschafft er das Bild. Das muss tatsächlich zu Zeiten der Magierkriege gewesen sein. Dann endet der Blick. Das war ziemlich anstrengend. Aber das, was ich gesehen habe, lässt viel, viel Unheil zu. Ach ja. Und die Person im Bild hat mich die ganze Zeit beobachtet. Aber gegen einen Zwerg kann sie nichts ausrichten. Du sagtest, die Person kam aus dem Bild raus? Ja, natürlich, die Person kam aus dem Bild heraus. Das bedeutet logischerweise im Umkehrschluss, dass sie irgendwann, nachdem sie mit Borbereit gesprochen haben muss... Oh nein! Nachdem sie mit dem Sphärenschänder gesprochen haben muss, in das Bild hineingegangen sein muss. Denn wenn etwas aus dem Bild herauskommt und ich etwas rückwärts sehe, dann geht es eigentlich ins Bild herein. Versteht ihr? Die Person ist also mit uns hier im Raum, im Bild drin. Genau. Oder Überreste. Ich denke, das ist das, was Abelmir gesehen hat, der das Bild analysiert hat.
Ja, und machen wir das Bild jetzt kaputt oder nicht? Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Denn wenn wir es zerstören, lassen wir vielleicht, nun ja, diesen Überrest in die, auf die Ehre los. Ah, ich habe eine wunderbare Idee. Wir haben einen sehr kompetenten Schaman. Tierkopf-Schaman. Nun ja, kompetent würde ich ihn nicht nennen, aber... Oh ja, er kann schon einiges. Ich frage, er ist kompetent für was? Ja. Auch wenn wir keinen Geist haben, der in diesem Bild wohnt, so haben wir doch etwas, was man gefangen nehmen könnte. Und ich glaube, der Stierkopf-Schamane hat einmal erzählt, dass er da etwas machen kann. Ich müsste mich noch einmal mit ihm unterhalten. Aber vielleicht hat er da, naja, eine Idee. Theoretisch können wir also das Ding aus dem Bild gefangen nehmen. Ich kenne solche Prozeduren von den Mohas aus dem Süden. Die Schamanen können Geister in Rumpfköpfe, in Köpfe, die sich auf sehr klein geschrumpft haben, reinbannen. Ich habe das zwar noch nie gesehen, aber zumindest hat mir ein Schamane davon erzählt. Nun gehen wir davon aus, dass er ein nun ja sehr kompetenter Magier ist, wenn er Bekanntschaft mit dem Sphärenschinder hatte. Glaubt ihr wirklich, dies würde ausreichen? Ja, denk doch mal an den Zauberschmied Dankard. Dankard. Ich denke nicht, dass ihr eine vergleichbare Referenz hat, euer Schamane. Naja, aber denkt an die Hohalsgefäße. Gleiches Prinzip. Wie gesagt, es hängt ja vom Ausführenden ab. Habt ihr so viel Vertrauen in ihn? Natürlich. Mit Rohal oder mit Drakkar vergleicht? Er ist von unserem Stamm, natürlich. Ja, ich habe erhebliche Zweifel daran. Die Frage ist, was ist gefährlicher? Das zu versuchen oder nichts zu tun? Denn, dass das Bild gefährlich ist, scheint nur noch deutlicher geworden zu sein. Nun, da er offensichtlich aus einer gewissen Domäne ist, würde ich euch die Zerstörung dieses Bildes eher anvertrauen als, nun ja, einem Schaman, wie kompetent er immer sein mag. Ich wollte nur anmerken, das Bild ist ein Ort des Paktschlusses. Ich habe vorhin gesagt, dass die Pakte aufgelöst werden, aber logischerweise habe ich alles rückwärts gesehen, das heißt, sie werden eigentlich geschlossen. Dies ist ein kultischer Ort. Also haben sie Blut geopfert und damit ihren Pakt besiegelt? Genau. Und dieser Mann, ist er... das ist wahrscheinlich schwer zu beantworten. Ist er auch der abgebildete Mann? Der Abgebildete hat keine Gesichtszüge, aber... Rosti, war das der abgebildete Mann? Nee, oder? Das Problem ist, dass die Person hier kein Gesicht hat und du keine Rückschlüsse drauf ziehen kannst. Das kann ich nicht zweifelsfrei sagen. Aber ihr sagtet, er sei in das Bild hineingegangen. Aber genau. Er ist nicht wieder hinausgegangen? Also nein. Dann ist er immer noch da drin. In der Tat. Dann könnte er das... Naja, wie soll ich sagen, sein Körper sein oder ein Körper, den er sich geschaffen hat, denn er ist ja wohl freiwillig in dieses Bild hineingetreten. Ich habe Gerüchte gehört, es gibt Magiergerüchte, könnte man sagen. Es gibt gewisse Rituale, mit denen sich Zauberer unverletzbar machen. Franhura soll einer gewesen sein, er schuf sich ein Kristallherz, um seine Seele auszulagern. Ja, ich habe auch ein, zwei Gerüchte über so etwas gehört. Weil, wenn das wirklich so etwas ist... Nun, wir wissen nicht, ob dies der Ort seines Zentrums ist oder ob es nur ein Teilleib ist von ihm. Nun, dann umso mehr müssen wir ihn zerstören.
Wir sollten nichts übereilen, bevor wir nicht genau Bescheid wissen. Nun, das ist richtig. Aber denkt daran, es ist ein Ort von Paktschlüssen, von Dämonen. Und hier war der Sphärenschänder mittelbar selbst am Werk. Was habt ihr über dieses Dreieck herausgefunden? Nichts. Dreieck war nicht so präsent. Hat sich einmal mitbewegt, aber das war marginal. Vielleicht hat es etwas mit dem Spiegel zu tun, den ich gesehen habe. Spiegel. Ja, ihr versteht, was ich meine. Prisma, Spiegel. Ja, ja. Die Hinweise verdichten sich auf eine andere Domäne, aber ich weiß nicht, ob ich damit falsch liege. Ich habe auch schon daran gedacht. Und meine Vorgängerinnen wurden durch das Bild in den Selbstmord getrieben? Es scheint so. Sie haben sich zumindest alle vor dem Bild getötet. Aber davor haben sie in dieses Raja Sutra geschrieben? Oder in verschiedene? Nein, das mit den Raja Sutras, das war noch davor. Das war bevor die Pakte hier geschlossen worden sind. Und bevor die Paktiererinnen vor dem Bild gebetet haben, ich denke, das ist die Zeit von Oron gewesen. Aber sagt ihr dir nicht, die Paktiererinnen wären auch in das Bild hineingegangen? Nein, die Paktiererinnen sind nicht in das Bild hineingegangen. Gut. Danke, dass ihr das noch einmal richtig gestellt habt. Aber wenn der Schaffer dieses Bildes selbst mit den Niederhöllen im Bunde war und selbst ein Paktierer war, dass die Geschichte des Bildes reicht mehrere hundert Jahre zurück, sagte dir Boltax. Ja. Kann es sein, dass er in dieses Bild gegangen ist, um nicht in die Niederhöllen zu fahren? Ist das möglich? Ich verstehe nicht so viel davon. Das ist prinzipiell möglich. Theoretisch, ja. Seine Seele kann ja nur eingeholt werden. Aber er hatte keinen Pakt. Das habe ich gesehen. Er hat keinen Pakt geschlossen. Ja, sind wir denn jetzt irgendwie schlauer oder wisst ihr, was wir machen sollen? Ich wollte ohnehin an die Hüterin des ersten Schleiers schreiben. Werde ihr davon berichten? Ich denke, Abelmir hat recht und wir sollten das Bild exorzieren, wenn wir können. Es ist nichts, was ich alleine versuchen wollen würde. Ich glaube, ein Exorzismus könnte hier schwer werden, da es sich weder um einen Dämon noch um einen Geist handelt. Das Gefängnis, was unser Schamane schaffen kann, könnte hier wirklich helfen. Es verlagert nur den Zeitpunkt seiner niederhallischen Fahrt. Aber er hat keinen Pakt geschlossen. Er ist kein Paktierer. Der Mann aus dem Bild. Nun, er lässt sich mit den Niederhöllen ein, oder? Das tut jeder Dämonenbeschwörer nach dieser Logik. In der Tat. Nun, also... Ich denke, wir können uns sicher sein, dass er ein zutiefst böser Mensch war. Aber das muss ja nicht heißen, dass er einen Pakt geschlossen hat. Nun, er machte sich heute aus Menschen und vollführte blutige Rituale. Das in jedem Falle. Also es schien mir nicht so, als wäre das ein besonders umgänglicher Mensch. Aber gut. Ich meine, wenn ein der Sphärenschänder besucht und sich mit einem unterhält, dann kann man schon mal einen Knacks bekommen. Ich will das nicht rechtfertigen damit, aber ich habe zumindest keine Anzeichen gesehen, dass die Dämonen, die ihn umworben haben, auch Erfolg hatten, damit seine Seele zu okkupieren. Vielleicht hat er die Kunstwerke aus Zwang geschaffen. Aber das Bild, das hat er am Anfang geschaffen. Und das scheint mir so schon nicht göttergefällig. Es waren die Magierkriege. Ich weiß nicht viel darüber, außer dass viele Zwerge verschwunden sind. Aber, naja,